Peace und hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Fuckig ins Heimfahrt, Teil 43. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ja. Es kann schon mal passieren, dass ich mich mit den Fockig ins Heimfahrten Videos da ein bisschen vertue. Und das habe ich auch und deswegen möchte ich mich dafür entschuldigen. Entschuldigung. Weil ich einfach den Überblick verliere. Dann werdet ihr euch wundern, warum dass ich jetzt plötzlich Sonne habe und gestern hat es noch geregnet. Oder vor dem Intro hat es noch geregnet, weil es gestern war. Ich habe mir das Video, das ich gestern aufgenommen habe, nochmal angeschaut, habe ich für ultra schlecht empfunden. Deswegen muss ich das einfach neu aufnehmen. Muss es quasi wieder löschen, das andere, weil es war furchtbar, furchterregend. Geht gar nicht. Ich muss ja eine gewisse Qualität einfach beibehalten und das kann ich einfach nicht, wenn ich das nicht so kann. Um was geht's heute? Also ich fange quasi jetzt nochmal an. Heute geht's um Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. Und zwar hat mich ein netter Mensch angeschrieben, der in der Community dabei ist und der auch einen eigenen Kanal hat, und zwar heißt der Zombie Prevention. Ich sage das jetzt einmal auf Englisch, könnte aber auch auf Deutsch Zombie Prävention heißen. Sollte ich es falsch sagen, tut mir leid, ich verlinke oben mal das Video. Der hat nämlich das auch schon mal aufgenommen und hat gesagt, mit meiner Reichweite könnte ich da vielleicht ein bisschen mehr erreichen und dementsprechend mache ich das auch. Ist mir nämlich selber auch schon aufgefallen. Das heißt, es ist ganz witzig, weil ich habe mir nämlich das schon als Thema gesetzt, bevor er mich angeschrieben hat, aber ich mache das halt jetzt gleich, weil ich in einem Video vor, ich glaube, 2 Wochen oder so mal eine Gebrauchtwagenanalyse für einen Kia Soul EV gemacht habe. Und da ist mir einiges aufgefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass da natürlich völlig komische Preisvorstellungen im Netz tendieren. Also von ganz teuer bis ganz billig. Wobei natürlich ganz billig immer gut ist. Aber wenn der billigste Anbieter für die gleichen Konditionen ungefähr, das heißt Laufleistung und Alter und Garantie von dem Fahrzeug, der billigste bei 8.000 Euro steht und der zweitbilligste irgendwo bei 14.500, dann scheint was nicht zu stimmen. Und so war es bei dem Inserat auch. Und zwar ging es da um mobili.de. Mobili.de hat, also über mobili.de, da kann ja mobili.de nichts dafür, sondern das geht ja nicht um die Plattform, sondern einfach um die Angebote. Hat einer ein Fahrzeug angeboten und da hat er sich drauf gemeldet, 8.000 Euro. Schlecht. Moment. Ach, was wusste ich nicht. Ist bald wieder weg, die Sonne. Hat er sich dann gemeldet und hat natürlich, hat sich bei dem gemeldet, hat gesagt, Mensch, wie schaut das aus und so weiter. Und dann war es natürlich, ich sag mal, fake. Weil da ging es darum, dass der in Schweden war und das Auto per Spedition schicken würde. Er müsste aber vorher schon zahlen und so weiter. Also das kennen wir ja. Und dann passiert halt Folgendes, dass er zahlt und nichts kommt. Geht aber umgekehrt auch, weil ich habe nämlich vor, wann war das, im Oktober, habe ich mein Motorrad, meine Harley damals verkauft für mich jetzt guten Preis. Und habe ich halt inseriert und dann hat sich einer gemeldet aus Irland. Also er möchte das Motorrad unbedingt haben. Er möchte den Preis auch zahlen, den ich angegeben habe. Er wird auch nicht
verhandeln wollen. So, ihr zahlt den Preis. Problem, er schreibt mir eine E-Mail separat. Und dann hat er mir dann separat eine E-Mail geschrieben. Und da ging es dann darum, im Endeffekt, er hat in Deutschland gearbeitet und er sucht genau sein Motorrad und ich müsste das nach Irland schicken. Er würde das zahlen und dann würde er eine Spedition beauftragen, die das Ding abholt, mit Schein und allem drum und dran, Schlüsseln. Wäre ja kein Problem, weil er würde das ja zahlen, aber ich müsste ihm den Spediteur dann nochmal 300 Euro geben, oder was war, ne, 300 Euro geben, halt für die Fracht, weil ich kann ja nicht so, den kann er nicht selber zahlen, sondern er würde das Geld einfach mit überweisen. Also er würde mir den Kaufpreis von dem Motorrad überweisen plus 300 Euro und die 300 Euro müsste ich dem Spediteur geben, dass er mir das Motorrad abholt. Habe natürlich dann ein bisschen im Internet geforscht und natürlich was gefunden, dass das fake ist. Das heißt, der würde mir das Geld überweisen, per Western Union zum Beispiel oder per PayPal. Und ich könnte aber auf das Geld nicht zugreifen. Das heißt, das Motorrad würde abgeholt mit allem drum und dran plus 300 Euro von mir. Und wenn ich dann an das Geld kommen will, bekomme ich es nicht, weil das Geld nicht existiert. So. Jetzt ist es natürlich wie bei jedem Bankengeschäft, das Geld existiert eigentlich nicht. Aber du bist dann dein Motorrad los, hast nichts dafür bekommen und hast sogar noch 300 Euro gezahlt, dass es abholt. Ähnlich wäre es auch in diesem Fall gewesen. Mittlerweile ist diese Anzeige nicht mehr online. Das heißt, mobile.de hat diese Anzeige weggeschalten. Wahrscheinlich, weil ein paar Leute hingeschrieben haben, das ist so nicht ganz stimmig, was der da macht. Das heißt, egal ob du jetzt was kaufst oder verkaufst, immer darauf achten. Jetzt werden viele von euch sagen, ja, braucht man nicht sagen, es ist doch völlig klar, dass das alles fake ist und da braucht ihr jetzt kein Video machen. Aber der Enkeltrick funktioniert ja auch noch. Oder der Polizeitrick, dass Leute sich als Polizei ausgeben und sagen, guter Mann, meistens dann ältere aussuchen, guter Mann, es in deinem Viertel wird momentan eingebrochen, hier spricht die Polizei, bitte alles, was du an Wertgegenständen hast, kannst du uns geben, wir bewahren das sicher für dich auf und dann sehen sie natürlich nichts mehr von diesen Werten. Und das ist da im Endeffekt nicht anders. Das heißt, ihr müsst natürlich, jetzt sagt mal, gesunde Menschenverstand wird das ja schon sagen, aber es ist einfach so, ihr müsst natürlich schon schauen, ist das auch seriös, das Ganze. Wenn es dann schon mit Verschicken und so weiter geht, dann immer Augen auf. Das ist interessant, weil ich habe nämlich mein Motorrad, als ich das dann verkauft habe, ganz normal verkauft habe, habe ich dann ein Motorrad gekauft und zwar genauso, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Und zwar habe ich ein Inserat gesehen, habe dort angerufen, es war eine Firma, allerdings halt eine seriöse Firma, die hat es gegeben, es war nachvollziehbar, die haben eine eigene Seite gehabt und zwar eine große Seite. Und zwar der größte Yamaha-Händler Deutschlands oder sogar Europas, jetzt weiß ich es gar nicht, ich glaube Deutschlands. Ich sag lieber mal Deutschland. Und da habe ich mir dann ein Motorrad ausgesucht. Die haben mir dann detaillierte Fotos geschickt von Sachen, die sie jetzt sagen, ah, da ist hier ein Kratzer, hier ist. Es war kein neues Motorrad, es war ein 15 Jahre oder ist ein 15 Jahre altes Motorrad. Und hier ein Kratzer oder da an der Sitzbank und das würde mich stören und so weiter, haben sie mir in Details geschickt. Dann habe ich gesagt, okay, damit kann ich leben. Schickt es mir vorbei, die haben dann Speditionen beauftragt, also das machen sie selber. Das geht von der Firma selber aus. Haben die einen Fahrer, der einmal in der Woche in Deutschland rumguckt, dann halt irgendwann mal kommt. Das Motorrad wird abgeladen, du schaust dir das Motorrad an, du gehst rum, machst sogar eine Probefahrt, wenn es geht. Lass das laufen, schaust da an,
wunderbar. Und wenn du sagst, jawohl, das passt, dann wird der Kaufvertrag unterschrieben. Dann gibst du ihm das Geld, du kriegst die ganzen Sachen, die du brauchst, hast ein Jahr Garantie drauf oder Gewährleistung, nee, Garantie heißt es. Hast dann noch 2 Wochen Rücktrittsrecht. Diese 2 Wochen Rücktrittsrecht sind laut Firma, laut Vertrag nicht, wenn du das Fahrzeug kaufst, also Kaufdatum, sondern ab Zulassung. Das ist ganz gut, weil ich ja das Ding im Oktober gekauft habe, gar nicht mehr gefahren bin, weil das Wetter dann auch schlecht war und auch immer noch kein Meter gefahren bin. Und erst wenn ich es im April, weil ich ja Saisonkennzeichen habe, im April dann zulasse, habe ich 2 Wochen die Möglichkeit, das Ding zu testen, das Ding zu fahren, Probe zu fahren. Und sollte irgendwas nicht passen, also rein technisch nicht passen, hast du ja sowieso Garantie drauf. Aber wenn irgendwas nicht passt, dass ich sage, ich passe gar nicht auf das Motorrad drauf oder ich wäre mit dem Fahrverhalten nicht warm oder es passt halt irgendwas nicht, dann kann man bis zu 300 Kilometer, hält man dann frei und kann man anrufen und sagen, tut mir leid, ich habe es probiert, also irgendwie passt das nicht. Dann musst du zwar die Abholung zahlen, was 150 Euro sind, aber damit kann ich eigentlich persönlich ganz gut leben. Aber die 150 Euro sind es mir dann wert. Und dann holen die das Teil sogar wieder ab. Also, nicht alles, was am Anfang ein bisschen zweifelhaft ist, ist wirklich Betrug. Ist es nicht. Aber gerade bei sowas, was Ausland ist, dass man sagt, ah, der sitzt irgendwo in Schweden oder in Irland. Du kommst nicht ran an den, wenn was wäre. Dein Geld ist weg. Du kommst nicht mehr ran. Wirklich Augen auf. Nimm nicht den billigsten, der wirklich so billig ist, dass er im Endeffekt wirklich zweifelhaft wirkt. Das geht nicht. Also für ein Auto, das so um die, sag mal, 16 bis maximal oder minimal 14,5 zahlst, dass wenn dann ein Angebot drinsteht mit 8.000 Euro, kann natürlich sein, dass das wirklich mal gibt. Aber das ist eher zweifelhaft, würde ich sagen. Also, das sollte so eine kleine Warnung sein an euch. Also wenn ihr was sucht, passt auf. Es gibt genug Haderlumpen auf der Welt, die das Beste von euch wollen. Und das ist nicht euer Charakter, sondern euer Geld. Ja, das war es eigentlich schon. Übrigens, heute ist, also ich habe das ja schon am Montag aufgenommen, das Video, aber dann ja nochmal, also heute ist Dienstag. Ich fahre jetzt nach Hause drum, fahre gleich ins Heimfahrt. Jetzt haben wir dann noch Mittwoch und Donnerstag und dann habe ich Urlaub! Ja! Und zwar Altenurlaub 2 Wochen. Ha, ich freue mich drauf. Ja, total, weil ich arbeitstechnisch total angespannt momentan bin. Und ich mich so richtig drauf freue auf die 2 Wochen. Da habe ich schon zu meiner Frau gesagt, da machen wir 3 Dinge. Essen, trinken und ausschlafen. Ja, lang schlafen, einfach die Seele baumeln lassen und schöne 2 Wochen haben. Wer in den 2 Wochen aber nicht untätig sein, sondern auch ein bisschen was aufnehmen. Und zwar habe ich jetzt einen Zweitkanal. Dieser Zweitkanal ist auch schon online, aber es ist noch kein Video drauf. Da möchte ich den mit Videos füllen. Und wenn der Zweitkanal online ist, also die Videos online sind, dann werde ich das hier verkünden, weil das wird ein bisschen was anderes werden als das, was ich hier mache. Und zwar wird es eher politisch. Und ja, da müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie auf einen Zweig kommen, weil Politik in Deutschland mir momentan gar nicht gefällt. Und das ist zwar kein Grund, dass ich jetzt da politisch werde, aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Das ist so ein grottenschlechter Verein da oben. Kann man es besser machen, weiß ich nicht. Aber schlechter bestimmt nicht. Weiß ich nicht. Ja, werden wir sehen. Ich hole mir jetzt einen Kaffee und esse ein Stückchen Kuchen, auch wenn ich beim Abnehmen bin. Aber das habe ich mir verdient. Das sage ich jetzt einfach mal so locker. Wir sehen uns wieder. Ach ja, am Wochenende 22. 23. ist wieder in Neumarkt die Jura-Ausstellung, das heißt Motorradausstellung. Da werde ich wieder dabei sein und filmen.
für alle, die es interessiert, werden wir die Neuigkeiten werde ich da präsentieren von den ganzen Motorradherstellern. Soll es euch nicht interessieren, schaut dort einfach nicht ein. Und wenn es euch interessiert, dann schon, weil es wird bestimmt wieder lustig und interessant. So. Servus, sagt Locker, euer kuchenessender Fock.